Moin Freunde und willkommen im nächsten Part von Far Cry New Dawn mit Bolias. Hallöchen. Ja, moin zusammen. Ja, im letzten Part 700 Jahre lang gegen diesen verkackten Puma, Panther, sonst was gefightet. Das war alles ganz, ganz traurig. Und jetzt wollen wir zum nächsten Ziel. Also das geht easy. Das war somit der heftigste Fight, den wir bis jetzt überhaupt hatten. So, das ist ja auch okay, aber ich fand das System so Wegrennen und Schwachstelle, der war einfach viel zu overpowered, Junge. Die Schwachstelle war einfach zu wenig erreichbar. Ehrlich. So, Schwachstellen müssen so. Wir müssen das Ziel wieder weg. Moment. Ich habe das markiert da rechts. Das geht auch noch. Ich hatte es auch. So, jetzt. Jetzt kann ich es auch wieder. Ganz deutlich vor mir sehen. Bam, 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 bam. Oha! Was war das denn? Das war was? Ach, das war der Flammenwerfer, den wir letztes Mal umfahren haben. Ah. Schön. Und dann explodiert das einfach neben mir hier. Lol. Hallo. Oh. Sorry. Ja, ich hab einen sehr nervösen Finger hier auf diesen steinigen Straßen. Ja, natürlich. Wobei man sagen muss, bei Waffen ist ja immer, man erkennt den Profi daran, dass der Finger gestreckt ist, ne? Ganz klar. Dö. Ja, er hat mich weggehupt. Junge, das ist die Macht der Hupe. Einfach Schockwelle, Junge. Ja, der Hupe hat ja auch Vorfahrt, ne? Er hat auch immer recht, das ist wahr. Ja. Da oben ist Elun, Junge. Das Wasserloch, Außenposten. Wenn der Bagger da so steht, noch am Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger. Und der Bagger. Der Bagger. Noch. So ist es nämlich. Noch. Oh. Alter, wie weit ist. Wie weit ist es hier schon wieder weg? Was passiert eigentlich, wenn ich dir bei Fahrt komplett in den Kopf balle, Alter? Ist das dann. Passiert dann was? Du kannst es gerne austesten. Ich bin bereit. Das ist eher so ein überraschendes Ding, weißt du? Okay. So, weil wenn ich darauf vorbereiten kann, ist der Effekt ein anderer. Drehen die jetzt ja zu zweit um, uns zu nerven, ey Bastarde. Leerer Garten. Geil, Außenposten. Boah, hier können wir dann schön... Außenposten haben. Schön die ganzen Außenposten für Ethan. Hallo! Was machst denn du? Das Auto macht irgendwie komische Sachen. Okay, ich glaube, wir sollten aussteigen. Weil wir sind mitten im Posten, Junge. Und sie schießen auf uns mit verschiedensten Gewehren. Oh! Jo, meine Tote. Stinkt hier! Ah! Ja, das stinkt hier, ist auf jeden Fall das Problem. Ja, stinkt, ja! Junge. So, der Gegner hat Verstärkung gerufen, ja. Oh, der hat ein Schild hier schon wieder, der Hurensohn. Fick dich. Oh, nee. Oh, dann ist alles nicht gut. Wie weit kann ich mich denn drehen? Gar nicht. Oh, doch. So, Verstärkung am Arsch. Erstmal aus. Ey, Verstärkung. Gelöt. Baller ich gerade weg. Oh, okay. Wir haben ein neues Fahrzeug, ne? Wir haben ein geiles Fahrzeug mit Waffe und so. Ja. Das ist gut. Habe ich noch irgendwas? Wir haben noch Molotows. Einfach mal Rinder in die gute Stube. Come on, so Freunde, hier und für dich hier auch noch da oben. Oh. So, zack, an Kopf. Ich habe mit Molotow gehadert, Junge, Next Level Shit. War eben gerade ein Gegner, der hat mich angeschossen und jetzt ist er nicht mehr da. Zauberei. Hinter dir war hier einer. Drin? Hier sind Rehe. Versteck mich einfach in diesem Käfig. So, ich brauche Kugeln. Na, wenn das hier freigeschaltet ist. Hallo. Was? ATVs haben sie geschickt. Arme Nakoi. Zack. Liebe sowas. Schrot. Schrot tot. Ich bastel mal eben neues Dynamit. Oh, nee, darf ich gar nicht. Darf ich wieder nicht. Nicht darf ich. Ich sehe nichts. Boah. Sehe keine Gegner, gar nichts. Da vorne sehe ich was. So, ich den haben wir. Machen. Mama hat gesagt, ich kann basteln. Dort sind welche, Alter. Hä? Wieso geht meine Waffe weg? Hier ist das Stinktier, ja. Hallo, du bist ja süß. So. Du bist ja so süß. Oh. Jetzt ist schon wieder so ein Flammenwerfer zu sie hier, jawohl. Okay, ich werf da mal gut gelaunt Dynamit rein. Da sitzt ja macht das auf jeden Fall. Oh. Bumm. Ich hab einen Sniper entdeckt. Ich hoffe, der trifft mich nicht. Hoffen wir es einfach wirklich. Ja. Uff. Jawohl. Okay. War anscheinend die richtige Entscheidung. Ja, toll, das Fahrzeug habe ich extra gesaved für uns. Ach so. Ja, gut. Okay, das stimmt. Ja. Ist okay. Ey, diese Deodose auf deiner Waffe ist einfach nur geil. Ja, das ist ja auch für die Sneaky Peaky halt, was. Man muss auch gut riechen beim Schießen, ist wichtig. Dann stell dir vor, du hast so übelst Achselschweiß tagelang nicht gewaschen, Junge, und beißt dann in den Augen beim Snipen, musst du blinzeln. Tragisch. Na, das wäre ja böse. Wär's wirklich. Sie hat hier eine Quest irgendwie. Die Miso-Ho. Und wir haben jetzt den Posten und auch das Stinktier für uns erobert, ne? Das ist Win-Win, Erda. So, ich rede mal mit ihr hier. Verstörenden Berichten zufolge rennt Sharky Beauchamp mit einem Baby rum. Das kann nicht gut sein. Guck doch bitte, was da los ist. Er wollte gerade zu dem Schwefelteichgebiet. Wer war denn Sharky, Alter?
Boah, das sind alles Namen, die ich mir so nicht merken kann. Sharky Bosha, ja, das ist wahr. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Können wir hier Muni machen? Ja, ne? Ja, wir können so, hier Muni, wir können Sachen eintauschen. Herrlich. Und so weiter. Schön, irgendwelche Platinen gegen Puma-Häute und boah. So, man kennt es. 100 Titan. Geil. Ich bin aus Titan, Bitch. Coole Sache. Gut, ich loote auch mal noch so ein bisschen. Dachte ich. Mal. Hier wird immer noch geschossen. Greifen die jetzt schon wieder an? Was ist mit denen? Beruhigt euch jetzt hier. Ihr müsst ganz dringend ruhig bleiben, Freunde. Ganz an die Fighter hier nur schon wieder. Nur plündern und ihr macht wieder so einen Stress. Ja, hier ist auch ein Safe, den knack ich mal. Bin ja jetzt auch schneller im Schloss knacken, Junge. Bam. Geil. 18 Titanen auf dem Nacken. Dann komm ich doch mal rum hier. Ja, aber hallo. Moin. So, gut, guck mal hier noch so ein bisschen 20 Häuser. Titanen. Na, hallo. Es geht, der Wohlstand naht, sag ich nur. Ja. Der Wohlstand naht. Okay, hier ist nichts. Die schreien hier alle rum. Ja, alle schreien, alle Hütten sind hier komisch lila beleuchtet. Hier sind 4 Fernseher zu einem Flachbild zusammengetackert. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach geil. So, hier ist noch ein großes Haus. Der Bär im großen blauen Haus. Es war ein schöner Tag. Ja, oh, hier ist auch noch mal ein paar. Alle, wurde auch wieder experimentiert. Oder einfach nur Grillfleisch gemacht. Oh, das kann auch sein. Wolfsfleisch, Junge. Wie wird Wolfsfleisch schmecken? Nach Huhn? Wie Hühnchen. Huhn, sehr gut. Huhn. Hier ist ein Zettel. Ja. Heimer Notiz. Frisches Fleisch, ihr Idioten. Bringt mir frisches Fleisch. Ich bin tatsächlich schwelerisch bei dem, was ich für euch koche. Wenn ihr mir weiter so eine Scheiße bringt, dann füttere ich euch eben mit Scheiße. Und dann seid ihr schwach und nutzlos, wenn die Hippies nachts rauskommen. Wollt ihr das? War Sharky, war das der Koch, Alter? Der crazy Typ? Nee. Ich weiß es nicht. Aber du meinst jetzt nicht den Metzger, der da auf einmal... Mit ohne Zunge quasi. Gott. Ich weiß es nicht mehr, Alter. Aber Sharky war jemand Cooles, glaube ich. Wir werden sehen. Ach, Mann, Sharky ist doch unser Typ, den wir retten wollen. Sind wir total dumm. Deswegen kennen wir den Namen. Echt? Ja, das ist der Nächste, wo wir hin wollten. Ey, oh, wow. Ey, manchmal tut es einfach nur weh. Manchmal sind es einfach unfassbare Schmerzen, Alter. Wow. Oh, nö. Danke für nichts, Leben. Einfach danke für nichts. Gut. Gehen wir zu Sharky. Ach, Mann. Ja. Geile Sache. Sagen den mal hallo. Wollen wir mit dem Gleitschirm runter? Ich glaube, es ist nicht hoch genug, dass es lohnt, oder? Oder doch? Doch, das lohnt sich. Ja? Und dann? Oh, ich habe einen Wingsuit an. Ja, man muss... Oh. Keine Bäume mitnehmen, Crap. Nee. Ich nehme gar nichts mehr mit. Was ist das? Oh, du bist tot. Alles klar. Ich glaube, du kommst auch nicht mehr hoch zu mir, ne? Ich glaube, ich kann mal hier... Doch, ich komme hoch. Sicher? Ich bin gleich da, Digga. Okay. Ich wechsle mal den Kamerawinkel. Ah ja, gucke, da kommst du. Ganz lässig hier, Alter. 90 Grad Neigung. Egal, die guten Stiefel. Kein Problem, Junge. Dankeschön. Ja. Ey, weißt du, an Pumas sterbe ich nicht in Level 3. Die mich verfolgen jahrelang. Bei irgendwelchen Explosionen, kein Ding. Aber Fallschirm zweimal hintereinander. Fallschaden ist einfach der Feind. Oh, ey, wenn jetzt schon wieder. Ich hätte mich komplett vollgeschissen. Gut, wir rennen weiter. Ich brauche mal dringend erste Hilfe. Kann ich nicht auch basteln? Du hättest vorhin welche herstellen können, glaube ich. Kann man nicht auch so wie ich? Hier, Erste-Hilfe-Set herstellen. Ah ja, doch. Kann man auch so mit den ganzen Pflanzen und so, die wir haben. Ah, schön. Schön. So, fühle ich mich gleich besser. Oh, hier ist, glaube ich, irgendwas hochgegangen. Ja, hier ist auch der Punkt, wo wir ihn jetzt suchen müssen. Warte mal, kann man irgendwie was auf der Karte erkennen? Das ist alles noch schwarz da hinten in dem Gebiet, ne? Da dürfen wir gar nicht hin, oder? Ich bin mir nicht sicher, was fliegt denn hier rum? Was bist du denn? Gerne mal da ein bisschen, Kolibri. Ja, wir müssen halt weiter, ne? Hier war der erste Punkt. Achso, da drüben meinst du, ne? Das da. Sind so die... Die haben wir schon öfter gesehen, die kaputten Wälder. Ja. Ah ja, endlich ein Posten. Chateau Bouchard, wow. Er hat's einfach... Französisches Chateau war Schloss, ne? Schloss Bouchard. Ein Chateau von ihm selber. Das heißt, wir dürfen nicht angegriffen werden, weil es ja sein Eigentlich Schloss nicht. Ist. Mal sehen. Der Sharky hier schön drumherum, lauter Giftmüllabgase. Ja. Toll, wollen wir ein bisschen schwimmen gehen? Boah. Nee, das, weißt du, was das war? Nee. Das war das mit den Dinosauriern, das Ding. Dieser Tümpel. Ah, ja, ich erinnere mich. I remember. Drehen, hier kann man wieder Ventile schrauben und modern drehen, Junge. Ich glaube, wir müssen erstmal mit denen quatschen, wir ne? Weil erstmal sonst... zu ihm irgendwie, ja. Ich weiß nur noch nicht genau. Wie, Alter, in das Wasser will ich nicht reinfallen. Da sind mutierte Fickfrosch-Alligatoren drin. Auf die jeden. Bemannte MGs. Er hat hier sein Schloss am Stizzle, Junge. Hey, moin. Du, hier drüben. Charlemagne Victor Bouchard ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Willkommen auf Schloss Bouchard.
Der lauteste und stinkigste Ort in ganz Home County. Ja. Der einzige, an dem ein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Bro-Nest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Fürze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der Kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen-Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an. Okay, ja. Der kleine Blade, Alter. So cute, okay. Ich würde das Kind gern sehen eigentlich, Alter. Ich würde gern den kleinen Blade sehen, aber wir kommen da sicherlich nicht so einfach hoch, oder? Das werden wir wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen, oder? Der kleine Blade. Wie oft muss ich das denn jetzt drehen, damit das jetzt funktioniert? Ich weiß nicht, er meinte, er leitet uns an. Ich glaube, er kommt jetzt zu dir. Vielleicht erzählt er uns jetzt was. Nee, er wollte von hier... Hier. Die Punkte sind markiert. Ja, er geht da auch gerade rüber irgendwie. Er ist nach rechts da gegangen zu dem, glaube ich. Oder ich kann die jetzt auch aktivieren. Ach so, einfach so. Einfach okay, na ja, gut. Na denn dann. La 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 la. La 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 la. So. Nochmal, du darfst auch aktiviert sein. Explodieren die jetzt? Nee, okay. Nur wenn Gegner drüber rennen, ist ja nur Fallen. Ja, ja. Gut, das zu testen. Ach, hier auch lauter Teddybären. Baseballhandschuh. Oh. Ja, das so braucht schön. Man ja auch. Ja, alles für, so schön. Fürs Baby. Baby. Baby, Baby. Wo ist das Baby? Nicht die Mama. So, hier ist die letzte. Sehr schön. Dann sind ja hier alle Chateau Bouchard Sachen eigentlich gesichert. Jetzt kannst du drehen. Ja, jetzt endlich, Mann. Richtig Druck, Junge. So. Let's fucking go. Sehr schön, Marcel. Ist auch ein bisschen schwer, ja. So. So, jetzt Nochmal? Nee. Okay. Wir kommen in den Schuppen rein. Schuppen von den Augen. Guten Tag. Danke, ich weiß jede Hilfe zu schätzen. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Analdildos kriege ich keinen Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmorden heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Belohnung. Probier mal. Perks und mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Wow. Das war's? Achso, trinke mit Ah, jetzt geht's rund, Digga. Da vorne ist er. Da ist bestimmt ein bisschen Bliss mit dabei. So, ich hab einen kurzen getrunken. Uff. Das war reines Ethanol für Reines Ethanol. Alter, erstmal ein Auge kann man verlieren, ne? Easy. Unser Zauberschnaps oder was er meinte. Alter, die Bären. Und jetzt sind alle tot. Er hat uns auch einfach liegen lassen, ne? Nicht mal eine Decke oder so, kein Kissen. Einfach knocked out vor dem Shot, Junge. Als wäre man wieder 12. Alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Herc und ich. Da kommen scheiß viele Penisköpfe auf uns zu. Ich bin im Bro-Nest mit Blade am Fässer werfen, aber das sind einfach zu viele für uns allein. Brownness. Wie sollen wir die jetzt. Wir sollen verteidigen, Digga. Ja, geil. So, du hast das da. Ich hab ein MG auf jeden Fall. Oh. Die überall haben, Raketen hier auch. Die machen ein bisschen Action. So, von hier kommen noch keine, wie es aussieht. Okay. Er macht jetzt Mucke oder was? Was kommt jetzt für Mucke? Ich habe dolle Angst. Ich hoffe keine. Kommt keine Country-Mucke oder sowas. Verteidige das westliche Tor. Oh, da bin ich ja jetzt gerade. Ja. Wo kommen sie denn? Ach, da rechts. Oh, da kommen sie an die Form. Uff. Ach, die werfen dir die Fässer. Ah. Schön. Ein Hochdruckrohr wird angegriffen. Stimmt gar nicht. Bang, bang, bang. Down die Sau, Alter. Header auf die Distanz, jawohl.
Der Lifestyle. Oh, hier unten. Ah. Gut aus, sieht gut aus. Da steht noch einer. Ist einer mit Schild hier. Ja, das geht auch schon gleich mal kaputt, oder? Da unten ist noch einer. Hammer, hammer, hammer. Piss dich, down. Der steht nochmal auf. Weg. Alle weg da jetzt. So. Ey, jetzt ob die das auf die Range trotzdem angreifen. Fickt euch. Scheiß Autoalarmanlage dazu. Sind alle crazy. Bam. Bam. Ja, das ist doch seine Mucke jetzt gerade, oder nicht? Das ist die Mucke? Ey. Alter. Ich würde so feiern, wenn. Das wäre so einfach Autoalarmanlage, wo wir komplett abgehen. Oh, er weint. Zumindest ein echtes Baby anscheinend. Hoho, er klopft für den Baby, Alter. Jawohl. Hey, Leute. Da wäre sich mit dem Baby zoffen, weil es die Fässer alleine wirft. Okay, das war Westseite. Haben wir. Ja. Ah ja, Ostseite. Willst du am Ende ans MG oder möchtest du weiter so ballern? Ja, nee, mach du ruhig MG. Ich komm mit meinem auch ein bisschen ran auf jeden Fall. Du hast die Ausbildung in MGs. Ich hab ja. Was? Alter. Ja, klar. Da sind wir wieder bei der Hitlersäge. Warum ist denn das jetzt so rauchig? Fickt euch in Nullen. Ja, halt ein paar Molotovs, Junge. Oh. Nachdem ich sie hergestellt habe. Ah, da kommst du schon. Fickt euch in Nullen. Bam. Ich sehe nichts wie im Rauch. Bam. Ja, was soll die Scheiße? Ich mach mal ein bisschen Licht da. So. Kack- und Killermaschine. Sie freut einfach. Ja. Alter, da kommt noch einer. Aus dem Nebel raus. Fick dich, du Schwein. Junge, was hat denn der für Leben? Oh, die haben einen Sniper, Alter. Uff. Ja, aber das Feuer, es breitet sich schön aus, Junge. Mein Plan geht auf. Ja, Mann. Mein Plan geht einfach auf. Die greifen das trotzdem immer noch das Ding an. Das ist gleich Half-Life, Alter. Sollen sich mal verpissen jetzt. So. Da ist noch einer. Au, hinter mir schießt. Was? Alter, hier unten ist er drin, auf jeden. Er ist einfach durchgerannt, der Hurensohn. Gibt's ja nicht. So, da rechts ist rollend. Ist ein Fass, das rollt. Jetzt muss er auf die andere Seite wieder. Oh, okay. Gut. Oh ja, trotzdem meine Molotovs wieder, Alter. Fickt euch doch, ihr Nullen. Zack. Hallo. Na, wer will ins Feuer rein? Ey, das Feuer breitet sich gar nicht aus. Es erlischt einfach. So, hier ist nichts mehr. Oh, da kommen sie. Oh, mit Autos. Mit Autos bei dir? Bum, 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 bum. Kaputt jetzt da, euer Scheißding, Mann. Das Auto explodiert einfach nicht. Warum nicht? Übelst gesichert, so. Oder was? Na ja, gut, schön gepanzertes Ding, ne? Freu dich. Bei mir kommen gerade keine. Soll ich vielleicht zu dir rüberkommen? Sehen bei mir auch keine, ehrlich gesagt. Oh, jetzt doch, da sind welche. Jetzt ist doch kaputt, okay. Bei mir bewegen die sich irgendwie wie Terminator, einfach gar nicht so. Okay. Von oben! Von oben! Oben. Alter, von oben! Wollen die mich jetzt flachsen? Ja, rein vom Singleplayer her, dürfen sie auch gar nicht gleichzeitig kommen von zwei Seiten. Da ist noch ein Helikopter. Ich kann leider nicht sehen von meinem Punkt aus. Da, ah ja. Bist du den? Ja, jetzt bist du dran. Okay. Versuch ihn abzuschießen. Gut, gut. Ich sehe leider gerade keinen Gegner. Ja, geht runter. Chillig. Da hinten ist einer, aber ich sehe ihn nicht. Was soll das? Ah, da, jetzt kommt er. Okay. Außer Deckung getrieben, gerade. Komm hoch da. So. Jetzt hinterm Stein, Alter. Ey, es ist so neblig, Mann. Ich sehe nichts. Die Drecksau. So. Haben wir. Oh, beides. Jawohl. Was meinst du? Überall verrostetes, scharfkantiges Metall, Schwefeldämpfe. In Prosperity wären wir wahrscheinlich besser aufgehoben. So. Ich zieh mit meinem Laden dahin. Komm vorbei, wenn du was zum Böllern brauchst. Geil. Zum Böllern. Yay, Abenteuer beim Babysitting. Chillig. Okay, nice. Wir haben alle Spezialisten. Was ist das? Oha. Allein, dass das die Spezialisten sind, Junge. Ah, da ist. Der muss dir geben, dass die blinde Waffenherstellerin die beste ist. Ja, ja. Uns hier in so kleine süße Fallen zu locken, unsere Leute zu killen. Fühlt sich bestimmt so
an, als würdest du uns damit wehtun, aber falsch gedacht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir ist wichtiger, dass du echt glaubst, du wärst schlau. Wenn ich dich kriege, nicht dir dein Arschloch zu. Dann weißt du, dass du nur voller Scheiße bist. Okay, interessante Drohung. Ja, Freunde. Die sind schon pissed, ne? Die sind also langsam haben sie nicht mehr so Lust auf uns. Ja, oh, hier ist noch ein Safe, guck an. Ja, Freunde, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Parts, würde ich sagen. Wir haben jetzt so ziemlich alles in Prosperity am Stizzle. Wir können dann nächstes Mal hier die anderen Posten auf dem Weg noch leerräumen, dass wir schön Ethanol haben, bevor wir zurückgehen, dass wir noch was ausbauen können im Idealfall. Ja, und wir haben hier noch so eine Nebenquest mit dem einen Typen, den wir noch befreien können oder so. Auch noch? Siehste, ja. Ich alles vergessen, Junge. Alles da. Ach da, ja, stimmt, siehste. Guti, liebe Leute, war tatsächlich eine sehr erfolgreiche Runde hier heute. Ein Träumchen und wir sehen und hören uns dann in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein, tschüss. Macht's gut.